Nur das Problem ist natürlich, wir haben sehr schlechtes Wetter. Ach, ich will so, sagte Frank, von daher. Alles gut. Einzigartiges Sound von diesem M3, das liebe ich einfach. Mach ich nie wieder, keine Angst. Warum machst du so viel Angst? So, wir sind jetzt soweit ready. Wir haben jetzt einmal getankt. Ein paar Euro. Nur das Problem ist natürlich, wir haben sehr schlechtes Wetter. Aber egal, hindert uns trotzdem nicht. Fahren wir dann, sagt. Ich will so, sagte Frank, von daher. Alles gut. Ich weiß gar nicht, ob die Klimaanlage hier geht. Habe ich ja noch nie angemacht. Aber ich werde hier original Fahrwerk reinmachen, ja, dafür. Originallachfahrwerk. Neobelachfahrwerk. So tief will ich den nicht fahren. Den kannst du jetzt bei dem Wetter gar nicht beschleunigen, ne? Das Ding ist so brutal, ja. Ey, das gibt's doch jetzt nicht, Rafet, ja. Wir wollen einmal. Oh Mann, das gibst du jetzt nicht. Mann. Wir können doch gar nicht fahren so. Sobald ich beschleunige, ist vorbei. Mach mal was. Hä? Mach mal was. Normalerweise hat dieses Auto niemals Regen gesehen. Noch nie. Seit ich den habe. Das Einzige, was er sieht am Wasser, ist, wenn ich den wasche. Oh Mann. Also das. Weißt du ja, wenn wir Frontantrieb hätten, hätte ich noch gesagt, okay. Aber wir haben Heck. Kann man nicht gerne in die Kurve machen. Ja, kann man nur gut in die Kurve, wenn nicht. Check. Warum hast du so viel Angst, Mann? Hä? Warum hast du so viel Angst? Ich sag, du fährst mit AMGs und so rum. Was ist das? Du fährst doch mit Porsche rum. Weißt du, was das Geilste ist? Ich weiß nicht, ob das einer mitgekriegt hat. Vor einem Monat wurde in Dortmund Leute hops genommen wegen angeblichen Autorenns und der war dabei. War ein Porsche drin, ne, hab ich gehört. Ja. Wie kommt ihr an einem Porsche?
wir können natürlich nicht losfahren. Ne? Ja, ich muss jetzt mal die ganzen Autos weg. So, jetzt. Soundcheck. Das war gut. Das war gut. Reiner Sauger, reiner Muskelpaket. Deswegen liebe ich dieses Auto einfach. Seit ich den zum ersten Mal gesehen habe, liebe ich dieses Auto. Und ich weiß auch genau, wann das war. Das war damals bei meinem Kollegen. Da waren wir in seinem Kiosk. Die saßen alle da. Und dann kam so ein Sound rein. So, will ich nie vergessen, diesen Sound. Dieser knackige Sound. So, kam er so rein in die Einfahrt, so, weißt du? Dann haben wir alle geguckt, ich so, was für ein Auto war das denn? Und dann habe ich den in Gold gesehen. Der ist gegangen. Wir sind alle dahin gegangen und geguckt, was für ein Auto. Das war, stell dir mal vor, wie lange das her ist. Und seitdem liebe ich dieses Auto. Ready? Nein. Ja. Hä? Ready? Ja. War ich nie wieder, keine Angst. Ach man, Gott.